Mein Name ist Reinhold Ewald. Ich bin Kollege von Alexander Gerst, dem ESA-Astronauten, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation arbeitet. Alex macht ja viele Facebook-Einträge, Bilder, Kommentare. Und da gibt es Fragen, die er natürlich nicht beantworten kann. Er ist ja noch sehr beschäftigt da oben. Ich versuche das mal an seiner Stelle, indem ich mir hier eure Fragen und Kommentare anschaue. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die betrifft die Ausstiege ins All. Ich scheue mich immer, Weltraumspaziergang zu sagen, weil es ist beileibe kein Spaziergang. Es ist die Tätigkeit, für die Alex Gerst und Reid Wiseman am meisten trainiert haben. Das heißt, sie sind viele, viele Male unter Wasser gewesen, haben genau den Ablauf dieses Ausstiegs ins All nachgespielt. Und damit ist es alles andere als ein Spaziergang. Es ist harte Arbeit. Die Astronauten verlieren einige Kilo an Wasser, die sie ausschwitzen, und sind redlich geschafft, wenn sie dann glücklich wieder in der Raumstation sind. So gibt man ihnen auch am nächsten Tag einen Tag frei, einfach um die Anspannung und auch die Erholung dann in Gang zu setzen. Oliver Benholz würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie viel würde ein Raumanzug unter Schwerkraft wiegen? Man kann ja durchaus von der Masse des Raumanzugs da oben sprechen. Das sind etwa 150 Kilo voll instrumentiert. Das heißt, man hat seine Körpermasse, man hat die Raumanzugmasse, man operiert also mit einem ganz schön massereichen Objekt da, hangelt sich an der Raumstation entlang, und eine Wendung, da muss man ganz schöne Massen auch in Bewegung setzen. Das ist das Anstrengende zusätzlich zu dem Arbeiten unter Druck, wo man den Raumanzug immer gegen diesen Druck dann entsprechend einrichten muss. FTI Remixed brennt eine Frage auf den Nägeln. Was passiert, wenn die Raumanzüge nicht mehr einwandfrei sind? Werden die genäht oder habt ihr da Ersatzanzüge? Also ein Leck im Raumanzug draußen an der Außenhaut der Raumstation, das ist die gefährlichste Situation, die wir uns da vorstellen können. Sandra Bullock in Gravity war ja in einer ähnlichen Situation. Da hilft nur, relativ schnell wieder in die Sicherheit der Schleuse zurückzukommen. Deshalb gehen ja immer zwei raus, dass einer dem anderen auch helfen kann. In so einer Situation, wo man vielleicht bemüht ist, ein Loch in seinem Raumanzug zuzuhalten, hat man auch nicht mehr die Orientierung, genau und auf dem schnellsten Wege zurück in die Schleuse zu kommen. Da ist es gut, wenn ein Buddy, also ein Kollege, mit an Bord ist. Genäht werden die Raumanzüge, wenn sie einmal schadhaft geworden sind, nicht. Aber sie werden sehr sorgfältig nach jedem Ausstieg untersucht, ob da Abschabungen sind, ob das Gummi gelitten hat, ob da kleinere Risse schon zu sehen sind. Und dann gegebenenfalls sind diese Raumanzüge nicht mehr gut für den nächsten Ausstieg. Ersatzanzüge sind an Bord, das heißt für jedes Teil des Raumanzugs, der Torso, die Hose, Handschuhe, sind Ersatzteile an Bord. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Menschen, die an Bord sind, verschieden groß sind und so nicht jedes Ersatzteil vielleicht in der Größe auf den jeweils aussteigenden Astronauten passt. Aber das ist eine Frage der Logistik und da neue Ersatzteile dann rechtzeitig hochzuschaffen. Das regt Moni Höhn zu der Frage an, wie viel Uhr ist es eigentlich bei euch da oben? Die Zeit da oben wird nach GMT gestellt, Greenwich Mean Time. Und damit haben alle Kontrollzentren und auch die Raumstation die gleiche Zeit, unabhängig von der jeweils herrschenden lokalen Tageszeit. Das erleichtert natürlich das Austauschen von Daten und das Planen der Aktivitäten an Bord. Zimmer mit Aussicht interessiert Gabi Heiß. Ja, also manche der Kabinen an Bord, nicht alle, haben ein kleines Bullauge als Fenster, sodass man also rausschauen kann, wenn man morgens sich streckt und reckt. Dun, ja, sagt, ist dir langweilig? Das kann ich aus dem, was Alexander Gerst uns berichtet, verneinen. Ihm ist nicht langweilig, er hat noch so viel zu tun. Und die Zeit fliegt buchstäblich wie im Fluge dahin, dass er also alles da auch geschafft kriegt, was er sich vorgenommen hat.